Ja, um das brasilianische Drama zu erläutern, schaut man am besten auf den vergangenen Sonntag. An diesem Tag hat in der Hauptstadt Brasilia eine Demonstration stattgefunden von ultrarechten und faschistischen Gruppen. Es wurde unter anderem für eine Rückkehr zur Militärdiktatur demonstriert, aber auch gegen die Isolationsmaßnahmen, die viele Bundesstaaten beschlossen hatten. Der rechtsradikale Präsident Jair Bolsonaro hat an der Demonstration teilgenommen, hat sich unter die Menschenmenge gemischt, hat wild herumgehustet, wie verschiedene Videos zeigen, und hat auch eine Rede gehalten, in der er Corona heruntergespielt hat und eine Rückkehr zur Normalität gefordert hat. Für mich ist diese Episode vom Sonntag sinnbildlich für den Kurs des Präsidenten im Umgang mit Corona. Denn Bolsonaro hatte Corona lange Zeit als Fantasie bezeichnet, danach hat er gesagt, Corona seine, das Virus sei eine kleine Grippe, sagte, der Umgang sei eine Hysterie und sagte, die Medien machten das Thema größer, um ihn zu schaden. Einmal kam er auch auf seine eigene Gesundheit zu sprechen. Er sagte, sollte er sich infizieren mit dem Virus, müsse er sich keine Sorgen machen, denn er sei ja früher Athlet gewesen. In den letzten Wochen hat sich Bolsonaro immer wieder in Menschenmengen gemischt, hat Bäckereien und Krankenhäuser besucht. Man muss dazu sagen, Bolsonaro hatte selbst nachweislich Kontakt mit Corona-Infizierten. Verschiedene Regierungsmitglieder wurden positiv auf das Virus getestet und Bolsonaro steht selbst unter Corona-Verdacht. Für seine Politik bekommt Bolsonaro mittlerweile viel Gegenwind und er steht zunehmend isoliert da. Höhepunkt der Auseinandersetzung war wahrscheinlich der 16. April. An diesem Tag hat Bolsonaro seinen Gesundheitsminister entlassen, weil dieser es gewagt hatte, die Isolationsmaßnahmen zu verteidigen und sich hinter die Wissenschaft zu stellen. Die Mehrheit der 26 Landesregierungen haben Maßnahmen gegen die Verbreitung der Pandemie verhängt und in fast allen Städten, also auch hier in São Paulo, kam das öffentliche Leben fast vollständig zum Erliegen. Bolsonaro macht aber trotzdem weiter Stimmung gegen die Isolationsmaßnahmen mit dem Argument, dass die Wirtschaft nicht stillstehen dürfe. Es ist vor allen Dingen ein rhetorischer Schachzug, weil Bolsonaro sich für die kommende Wirtschaftskrise präventiv aus der Verantwortung ziehen will und die Schuld auf die Gouverneure abladen will. Also Bolsonaro fordert hartnäckig eine Rückkehr zur Normalität, obwohl die Situation in Brasilien jetzt bereits dramatisch ist. Es wird ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems für Ende April vorausgesagt und in zahlreichen Bundesstaaten sind bereits jetzt die Intensivbetten ausgelastet. Offiziell gibt es rund 40.000 Fälle in Brasilien und 2.500 Tote. Studien zeigen aber, dass die Corona-Infizierten in Brasilien 15 Mal höher sind, als die offiziellen Statistiken zeigen. Und es wird vor mehr als 1 Million Toten durch Corona in Brasilien gewarnt. Es wird ja viel davon gesprochen, dass alle Menschen von Corona betroffen sind, egal ob Banker oder Bauarbeiter. In Brasilien zeigt sich, dass arme Menschen besonders durch Corona gefährdet sind. Insbesondere die Situation in den Favelas ist besorgniserregend. Also aufgrund der miserablen hygienischen Bedingungen sind Favela-BewohnerInnen besonders anfällig für das Virus. So ist zum Beispiel der Anteil der Tuberkulose- und Asthmakranken 5-mal so hoch wie in den wohlhabenden Vierteln und es gibt wegen schlechter Ernährung auch viele DiabetikerInnen. Ich habe vor 2 Wochen die Favela Paraisópolis im Süden von São Paulo besucht. Dort leben rund 100.000 Menschen, dicht aufeinander gedrängt, in hygienisch zum Teil absolut prekären Bedingungen. In vielen Häusern leben bis zu 10 Menschen dicht aufeinander gedrängt. Das heißt, eine soziale Isolierung, die ja so häufig gefordert wird, ist in diesen dicht besiedelten armen Vierteln schlichtweg unmöglich. In dieser Favela Paraisópolis, die ich besucht habe, gibt es auch in vielen Häusern nach 20 Uhr kein fließendes Wasser mehr. Das heißt, die Menschen können sich noch nicht einmal mehr die Hände waschen. Und auch im Notfall kommen die Krankenwagen noch nicht mal in die Favela. Neben diesen gesundheitlichen Folgen werden vor allen Dingen auch die sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie dramatisch sein. 40% der Menschen in Brasilien ist im informellen Sektor beschäftigt. Das heißt, sie verkaufen Kaugummis an Ampeln, Bier am Strand. Und das sind Menschen, die derzeit nicht arbeiten können und auch nicht auf Ersparnisse zurückgreifen können oder auch auf soziale Sicherungssysteme wie in Europa. In zahlreichen Vierteln ist die Situation so dramatisch, dass die Menschen bereits am Hungern sind. Wir haben
eine Gruppe von Frauen begleitet in der Favela Paraisópolis, die Essen an die bedürftigsten Familien austeilt. Wir haben mit einer jungen Mutter gesprochen, die meinte, die ihren Job verloren hat aufgrund der Corona-Pandemie. Und die meinte, ohne diese Essensspenden könnte sie ihre Familie nicht mehr ernähren. Eine weitere Gruppe, die besonders von Corona betroffen ist, sind die Obdachlosen. Wenn man hier mal in São Paulo unterwegs ist, jetzt gerade in den Zeiten von Corona, wo die Straßen leerer sind, fällt auf, wie viele Menschen eigentlich auf der Straße leben. Und bereits jetzt, zu Beginn der Pandemie, haben viele Menschen Probleme, sich selbst zu ernähren und können nur durch Spenden und Sozialprojekte überleben. Auch die Situation in den indigenen Gemeinden ist dramatisch. Zahlreiche Indigene sind bereits mit Corona infiziert und es hat auch schon mehrere Todesfälle gegeben. Holzfäller und Goldschürfer haben das Virus auch in abgelegene indigene Regionen vorgebracht, in abgelegene Regionen. Und indigene Gemeinden sind aus verschiedenen Gründen besonders bedroht. Also Krankenhäuser in den nördlichen abgelegenen Regionen Brasiliens sind oft hunderte Kilometer weit entfernt. Hygienemöglichkeiten sind in den Gemeinden prekär und eine soziale Isolierung ist in den Dörfern oft schlichtweg unmöglich. Aus diesem Grund haben viele Indigene sich in den Urwald zurückgezogen und selbst isoliert. Immer mehr BrasilianerInnen sind unzufrieden mit dem Kurs von Bolsonaro. Jeden Abend um 20.30 Uhr finden in zahlreichen brasilianischen Städten an den Fenstern Proteste gegen die Regierung statt. Bewohner und Bewohnerinnen hauen auf Töpfe, sie lassen Feuerwerk in die Luft gehen und brüllen Sprechchöre gegen die Regierung. Interessanterweise sind diese Proteste auch in den Vierteln zu hören, in denen Bolsonaro im Jahre 2018 die Wahl noch mit überwältigender Mehrheit gewonnen hatte. Studien zeigen, dass die Mehrheit der Brasilianer in Isolationsmaßnahmen unterstützt und den Kurs von Bolsonaro nicht mitträgt. Aber rund 30% der Bevölkerung steht weiterhin treu hinter Bolsonaro. Und in den letzten Tagen hat es auch zahlreiche Demonstrationen für den Präsidenten gegeben und gegen die Isolationsmaßnahmen. Was macht eigentlich die Linke? Die Linke kann Bolsonaro in dieser Krise wenig entgegensetzen. Es wurde zwar auf Druck der linken Opposition ein Notvereinkommen für informell Beschäftigte verabschiedet, aber sonst konnte die Linke in dieser Krise kaum punkten. Und es ist bezeichnend, dass sich die Gouverneure von Rio und São Paulo als die großen Widersacher von Bolsonaro aufbauen konnten. Da muss man dazu sagen, diese beiden Gouverneure sind beides selbst ultrarechte Hardliner und ehemalige Unterstützer des Präsidenten. Als positives Beispiel kann man vielleicht die sozialen Bewegungen rausstellen, zum Beispiel die linke Wohnungslosenbewegung MTST. Die sammelte zu Beginn der Corona-Krise Geld und verteilte Lebensmittel und Reinigungsprodukte in den armen Vorstädten. Die Landlosenbewegung MTST wiederum produziert in ihren Kooperativen Desinfektionsmittel für Krankenhäuser. Droht Brasilien jetzt eine Situation wie in Ungarn oder in der Türkei? In der Vergangenheit hat Bolsonaro ja nicht nur gezeigt, dass er ein rassistischer, homophober und neoliberaler Frauenfeind und Waffennah ist, sondern auch immer wieder eine Rückkehr zur Diktatur gefordert und gezeigt, dass er nicht viel von der Demokratie hält. In dieser Corona-Pandemie gibt es autoritäre Vorstöße von Bolsonaro, aber bisher konnte ihm Einhalt geboten werden, auch weil er durch seinen Corona-Kurs politisch weitestgehend isoliert ist. Der Präsident hat keinen Rückhalt im Kongress, er hat noch nicht mehr eine eigene Partei, er wird in den großen Medien heftig kritisiert und die Justiz bremst ihn regelmäßig aus. Selbst vom Militär wird er mittlerweile regelmäßig zurückgepfiffen.